Hallöchen Leute und willkommen bei einer neuen Folge Amnesia The Dark Descent. Ich habe hier ein bisschen vorgespult, denn ich bin mich vorher noch ein bisschen verlaufen und bin dann drauf gekommen, dass man da hinten noch durchgehen kann. Das tun wir jetzt auch mal. Und voilà, wir haben einen neuen Raum. Da ein Kanaldeckel. Wir brauchen ihr Blut. Für unseren. Haben wir den schon aufgenommen? Jawohl. Finden wir denn sonst noch was? Eine Säge. Haben wir auch. Okay, dann lasst uns ins Labor gehen. By me, I'm the next best thing. Alexander really fine, not as Johann Bayer. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo das Labor genau war, aber ich glaube, ich hab's. Genau. So. Da müssen wir jetzt, glaube ich, das Blut draufstellen. Jawohl. Dann müssen wir dieses nehmen. Hier runterstellen. Dann können wir hier diesen Hebel betätigen. Nehmen wir wieder unser Gefäß. Stellen es hier drauf, oder drauf, ehrlich gesagt. Ups, nein, jetzt habe ich mich um einen kleinen Zentimeter verdrückt. Wo leuchtet es? Da hat es geleuchtet. Da. Genau, und jetzt können wir drehen. Ich glaube, wir haben es geschafft. Okay, los geht's. Oh nö. Okay, wir schneiden ihm den Schädel ab. Glaube ich. Okay, zuerst das Prekäre, komm! Und jetzt kommt der Kopf ab. Wie geht's? Okay. Jetzt ist er irgendwie tot. Machen wir jetzt zurück zum Altar. Jetzt sind wir nämlich nur noch in diesem Bereich. Ich glaube, das wird sogar in dieser Folge schon das Ende. Ich weiß es nicht, aber ich vermute es. Mal sehen. Mal sehen. Sorry, Leute. Ich gehe nochmal zur Maschine. Oder ist das vielleicht schon geschehen? Ich schau mal rüber. Ich habe kein gutes Gefühl. Nein, es kommt noch nicht durch. Was musste noch an dieser Maschine getan werden, damit diese endlich funktioniert? Au!
Man sagt immer so schön, schaut auf den Boden, dann seht ihr, wo ihr hintretet. Haben wir hier noch irgendwas Wichtiges? Nun ja, was sollten wir nehmen, um diesen Zahnrad zu blockieren? Ich habe die Rätselslösung, einen Stein. Klingt zwar jetzt vielleicht nicht so toll, aber... Oh! Wow! Oh! Komm, Alter! Du darfst nicht aufgeben, ja, super! Ey, du kommst von mir! Aber ist doch egal. Wo sind wir? Wow! Oh. Oh, ich wollte die Tür zumachen, ging aber nicht. Ups. Hopp. Okay, das ging nicht gut. Ich wollte eigentlich gleich die Tür zumachen. Doch. Ach du Kacke. Ah! Alter! Pass auf, wo du hintrittst. Hallo, ihr habt mich da rief, Alter. Das wird voll fies. Okay. Wo bist du? Tür zu und weiter geht's. Wow. Inneres Heiligtum. Ist es das Ende? Oder wo sind wir hier? Wow. Hallo. Hallo? Wow. Oh. Alter, wie geht die Tür auf? Was? Lauf. Ja, ich lauf ja schon. Ich lauf ja schon. Oh ja. Wo sind wir? Oh! Alter! Erstens, die haben mich schon wieder falsch hingestellt, also ohne dass man das bemerkt hat. Und zweitens, Alter, was soll die Scheiße? Da, ein Hebel! Was geht nicht? Sag mal, willst du mich jetzt verarschen oder was?
Alter, gib mir Ruhe. Da. Was ist? Hä? Ich geh mal da rein. Da ein Zettel. 19th August 1839. It's not fair. I'm not to blame. I've been manipulated by that demon. He played my guilty conscience and duped me into facing the shadow alone. That vile, conspiring man. He expects me to meet my death as he steals power beyond imagination. Alexander, I will kill you for what you have done. If only the shadow had caught me in London or Algeria, I wouldn't have to suffer this humiliation. You made me a murderer, a monster. Now, I merely await my death. I am too weak to press on. I can hardly stand as my knees fail me. I cannot see as my eyes are dressed in tears. I am as broken as the men I've tortured. If only I could wipe my fear away, as we did with them. Okay. Das sieht irgendwie so ein... Oh! Hä? Okay, eine andere Seite. Alter! Fick dich! So. Jetzt hier noch... irgendwas. Ich nehme mal so Medizinmärchen. So, und jetzt? Alter, lass das! Ey, Alter, da ist er nicht. Ja, sicher. Alter. Ich geh da rein. Okay. Lass das jetzt mal, echt, hey. Ich stelle mich hier auch noch mal rein. Boah! Also dieses Ohrensausen ist echt scheiße. Raus hier. Ich geh. Da ist es offen. Zum Kugelkammer. Oh mein Gott, wo sind wir hier? I was wondering if you were going to show up. I see Agrippa convinced you to run some errands. Tell me, is everything nice and clear now? Es gibt hier drei Enden angeblich und ich führe jetzt das erste aus. Such a comforting concept, but hardly applicable. Are you so blind that you see no good in me or evil in Agrippa? So, okay, wir finden das erste nun aus.
Ich tue alles, um es auszuhalten. Aufzuhalten, sorry. Okay. Stop it, Daniel. You are ruining it. We are so close, I beg you. I'm just like you, Daniel. A prisoner of service. Jawohl. Okay. It was my greatest triumph, and I never looked back. You think I was afraid fleeing Brandenburg? Quite the contrary. I knew it was my purgatory, hellfire made to wash away my sins. There's no denying the things I've done. Da, der Ausgang ist vor uns. I gave them that awful man. I did the right thing. Das war sie nun, die Geschichte von Amnesia, The Dark Descent. Okay, meine lieben Freunde, ich hoffe, Amnesia, The Dark Descent hat euch gefallen. Zu den drei Enden gibt es noch zu sagen, es gibt das zweite Ende mit dem Kopf hineinschmeißen, dann wird er zerstört und du fliehst. Und das dritte wäre, indem er flieht, aber du stirbst. Könnt ihr euch mal aussuchen, dann seht selbst. Mein Fazit zu diesem Spiel. Hammermäßige Spannungsmomente. Hammermäßige Dunkelheit. Hammermäßige Horror-Szenarien. Also es ist zwar nicht ganz so wie Outlast, aber es ist trotzdem anspruchsvoll. Leute, haut rein, kauft Zeug, spielt selbst durch und bis bald, euer Red Dragon Gamer.